Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Heute wieder zu einer, ja, ich sag jetzt mal, normalen Folge. Und erstmal Königin der Soße anschauen, natürlich. Bla 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 bla. Kartoffelpuffer! Etwas Einfaches, aber gleichzeitig Gutes. Du musst einfach nur ein paar Kartoffeln raspeln und ein wenig Salz hinzufügen und das Ganze in deinem Lieblingsöl bis zur Perfektion braten. Klingt einfach, richtig? Nun, ich habe hier noch ein paar Tipps, um dir den Job noch weiter zu erleichtern. Können wir schon. Verdammt. Echt? Wir können schon Kartoffelpuffer? Wann haben wir denn Kartoffelpuffer gelernt? Und wie sieht's vor allem aus? Sammlung. Kochen. So. Was ist ein Kartoffelpuffer hier? Und wenn ja, haben wir es überhaupt schon gekocht? Zweiten Seite? Nö. Jetzt bin ich überfordert. Egal, ein bisschen. Ich suche mal. Und in der Zwischenzeit, während ich suche, kann ich nochmal sagen, also heute wieder mit einer normalen Folge. Heißt mit an... Ah, da. Okay, haben wir schon zweimal gekocht. Heißt mit anderen Worten, ich muss nicht neu nachsynchronisieren. Allerdings, wir sind jetzt am 14. hier im Frühling. Das heißt, wir haben leider 3 weitere Tage verloren. Was genau dasselbe Problem war, meine Mikrofonspur hat es nicht aufgezeichnet und es ist in diesen Folgen aber jetzt nicht unbedingt was Wichtiges passiert und dementsprechend habe ich da ein gutes Gewissen dabei, euch das nicht zu zeigen. Allerdings kann ich euch natürlich erzählen, was passiert ist. In der ersten Folge habe ich mich hier um die Farm gekümmert, da haben wir recht viel machen müssen, auch hier innen drin haben wir wieder mal die ganzen alten Engine Fruits geerntet, da die waren mal wieder fertig. Ansonsten wir haben uns um die Tiere gekümmert, wir haben uns um die Felder gekümmert, sind auch irgendwann mal ein bisschen rumgeritten, aber an sich war nichts Wichtiges, Spannendes dabei. So gesehen alles in Ordnung. In der zweiten Folge war das Osterfestival, ich weiß nicht mehr, wie das jetzt hier wirklich heißt. Da sind wir dann zum ersten Mal wieder auf Emily getroffen, unsere Ex-Freundin. Und, ja. Muss ich ganz kurz gucken, wie viel Zeit haben wir denn noch, aber genügend Zeit. Wir können noch ein bisschen Knoblauch anpflanzen und ein paar Pastinaken. Genau, also da war auch nichts Spannendes, war auch eine sehr kurze Folge. Wir haben natürlich mal wieder diesen Eierlauf gewonnen. Ja, natürlich haben wir das gewonnen. Wie sollte es auch anders sein? Und zwar mit Abstand. Also Eierlauf war es ja nicht, das war Eiersuche. Und so, da haben wir noch ein paar Blumen. Dann haben wir doch gleich den Zierschnittlauch neu. Hier unten muss ich ja ernten, richtig. Genau, also da habt ihr auch nicht viel verpasst. Und in der dritten Folge, da waren wir mal wieder in der Höhle. Und haben versucht, uns so tief wie möglich zu buddeln. Wir sind bis auf Ebene 74 runtergekommen. Also schon ein Stück. Aber natürlich nicht so weit, wie ich das eigentlich wollte. Junimaus, ihr seid langsam. Ich helfe euch mal. Hey, ich kann es nicht ernten, wenn gerade ein Junimaus dran arbeitet. Das ist ja gemein. So. Erdbeeren her. Genau, also mit anderen Worten, ihr habt nicht viel verpasst und heute spielen wir einfach normal weiter und wow, eine Erdbeere war da drin, unglaublich. Und sehen mal zu, dass wir, ich weiß es nicht, ich muss zugeben, es ist jetzt auch schon ganz schön lange her, dass ich das letzte Mal aufgezeichnet habe. Dementsprechend ist mein aktueller Stand auch nicht mehr so ganz, nein, ich hasse das, ehrlich, ist mein aktueller Stand eben auch nicht mehr so ganz aktuell. Aber solange wir hier erstmal nur auf der Farm rumarbeiten müssen, haben wir ja gar kein Problem. Genau. Ja, und was der Grund war, warum die Aufnahmen kaputt gegangen sind, ich weiß es ehrlich gesagt bis jetzt nicht. Ich habe damals, das war im Prinzip voraus aufgenommen, weil ich mal wieder unterwegs war und habe 8 Folgen in Folge aufgenommen. Tulpe,
raus, das da rein. Tulpe hier rein. Vielleicht. So, sehr schön. Genau, und hab ein bisschen im Voraus aufgenommen, dass ihr möglichst lückenlos weitergucken könnt. Ja, und 4 Folgen haben funktioniert und dann hat OBS, also das die Aufnahmesoftware, aus irgendeinem Grund mein Mikrofon gemutet und ich verstehe nicht, wie das passieren konnte, weil eigentlich sollte das nicht passieren. Naja, es ist aber passiert und dementsprechend sind mir dann 4 Folgen durch die Lappen gegangen, was natürlich nicht sonderlich schön ist. Und dadurch ist eben dieses Dilemma passiert und die Geschichte mit Emily/Abby wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, dementsprechend sind wir in dieses kleine Bredouille gekommen. Aber ich glaube, es war ganz in Ordnung. Wie gesagt, ihr habt nicht viel verpasst. Das, was ihr verpasst habt, habe ich euch nacherzählt. Somit habe ich ein reines Gewissen. Gleichzeitig war es aber auch mal sehr interessant, wirklich was neu zu synchronisieren. Das ist, war interessant. War auch mal eine Erfahrung für sich. Ich verzichte aber trotzdem gerne drauf. So, und dann haben wir das hier noch rein und dann sind wir hier. Moment, das ist falsch. Hier rein. Stimmt. Was haben wir in der Kiste denn gemacht? Egal. So, was machen wir denn heute? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir schauen uns mal um. Hier gibt es nichts zu tun. Sieht zumindest nicht so aus. Unsere Tierchen sind natürlich wieder da. Haben wir hier irgendwas zu ernten? Nö. Genau, hier habe ich auch mal wieder so ein bisschen ausgemäht. ein bisschen ausgedünnt. Bevor dieser komische Baum hier wächst. Hau ich ihn mal weg. Ja, also Abigail. Es ist Sonntag, dann ist wahrscheinlich der Händler nicht da. Doch, der Händler ist da. Wie kommt mir das nicht vor, als hätte der irgendwie geregelte Zeiten? Ein Straußfarn-Risotto. Was zur Hölle? Lachsbeere eingelegt, das ist mir wurscht. Saft. Luxus-Geschwindwachs. Das haben sie ein bisschen blöd übersetzt, oder? Das Luxus-Geschwindwachs. Ja, also Speed Grow. Aber Grow ist doch Wachs. Also, es wächst schneller, wollen sie damit sagen. Oh, eine seltene Saat. Ja, komm, kaufen wir mal die seltene Saat. Egal, ob wir es brauchen oder nicht. Jetzt ist 12 Uhr. Was machen wir Schönes? Wir reiten mal durch die Gegend. Vielleicht finden wir unsere neue Freundin Abigail, die wir schon so ein bisschen beschenkt haben. Also Emily ist immer noch offiziell unsere feste Freundin, wie schon beim letzten Mal erzählt. Aber eigentlich ist es Abigail. Und ihr sollten mir auf alle Fälle was schenken. Weil wir wollen ja volle Freundschaft mit ihr haben. Und das hat jetzt natürlich wieder nicht mit dabei. Warum auch? Ne? Ein bisschen vorausplanen. So, 5 seltene Saat haben wir mittlerweile. Ein Straußfarn-Risotto. Sachen gibt's. Ah, wir hatten schon eins tatsächlich. Ich sehe es zwar gerade nicht, aber irgendwo hatten wir schon eins. Oh, wir hatten sogar schon. Können wir das kochen? Tja, das ist jetzt die große Frage. Wie sah das jetzt nochmal aus? Das ist diese komische eckige blaue Form. Ich sehe sie nicht. Dann können wir es wohl nicht kochen, dann haben wir es immer nur eingekauft. Ich frage mich, ich bin mir nicht sicher, ob man es überhaupt kochen kann, weil dafür bräuchte man ja Strauß. Halt, ich brauche ja was für Abby. Ah, Gott. Verplanung. So. Ja, es ist jetzt bestimmt 4 Wochen her, dass ich das letzte Mal Stardew Valley gespielt habe, dementsprechend. Ja, muss ich die Automatismen jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinkriegen. Richtig, uns fehlt nur noch dieses komische Jewelry, das wir im Wald finden können. Das steht ja auch noch aus. Boah.
Naja, da gibt es einen Quest. Den schauen wir uns gerne mal an. Grünkohl. Bei Demetrius in der Bergstraße 24. Die haben Adressen. Interessant. Ja gut, Grünkohl. Hallo, Abby. Ich kann mir vorbeigehen. Was wohl passiert, wenn ich die ganze Nacht auf dem Friedhof verbringe? Warum sind die Leute eigentlich immer so durchgeknallt, sobald wir mit ihnen zusammen sind? Vielleicht taucht ein böser Geist auf. Hier, ich habe was für dich. Ah, sie liebt so Zeug. Die sagt auch immer dasselbe. Aber gut. So, ein Geschenk gemacht. Also hier müssen wir auf die 10 Herzen kommen. Dementsprechend müssen wir ihr öfters mal was mitbringen. Dann gehen wir Grünkohl holen. Oh mein, ist halt so, ne? Grünkohl. Was war denn das nochmal? Wie hieß das denn auf Englisch? Ich vermute, das ist irgendwo hier drin. Ach, das Ding heißt so. Straußfarn. Das hat gar nichts mit Vogelstrauß zu tun. Das habe ich noch nie gehört. Okay, dann macht das Gericht ein bisschen mehr Sinn und dann können wir es wahrscheinlich auch kochen. Aber wir haben das Rezept wahrscheinlich noch nicht und wir haben es immer nur eingekauft. Ja, das kann sein. Da, Grünkohl. Du kriegst so einen Grünkohl. Und dann haben wir diese Blümchen. Packen wir gleich zurück. Die Steine packen wir auch gleich zurück. So. Ja, wir müssen immer noch angeln. Ich hoffe sehr, dass es mal bald wieder regnet. Weil wir diesen doofen legendären Fisch noch angeln müssen. Und das wäre echt blöd, wenn wir den nicht erwischen. Und der ist halt einfach mal so wahnsinnig bockschwer. Da brauchen wir wahnsinnig viel Glück. Ja. Aber dazu muss es erstmal wieder regnen, bevor wir es versuchen können. Und in diesem Herbst hat es bisher nicht wirklich viel geregnet. Da sind wir immer. Ui, ein prähistorischer Schädel. Juhu. So, hallo Demetrius. Es ist gut, immer mal wieder eine Pause zu machen. Ja. Apropos Pause, hier hast du deinen Quest. Du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Vielen Dank, hier ist etwas für deine Mühen. Juhu, wahnsinnig viel Geld. 330 Gold. Juhu. Genau. Können wir eigentlich irgendwas jetzt noch in dieser Abenteurergilde machen? Eigentlich nicht, oder? Was die verkaufen, interessiert uns nicht. Die Quests haben wir alle gemacht. Ich weiß auch nicht, wann wir das letzte Mal... Oh, oh. Puh. Glück gehabt. Man muss ja jetzt nicht unbedingt direkt auf sie treffen, ne? Das war bei dem Osterfest schon schwierig, da war sie auch. genau. Schon habe ich vergessen. Ach ja, genau. Ich wollte gucken, ob man hier irgendwas mal wieder holen kann. Aber beziehungsweise Würmer. Ob wir Würmer sehen. Aber ich habe ja, glaube ich, irgendwann mal zuletzt gesagt, dass es irgendwie sehr unmotivierend ist, hier mal nach Würmern zu suchen, beziehungsweise zu hoen. Zu hoen habe ich mir, glaube ich, aufgegeben. Und solange hier immer diese Frühlingszwiebeln wachsen, ist das natürlich cool. Wer pflanzt die eigentlich? Kann ich eigentlich hier auch was pflanzen? Das wäre fast mal ein Experiment wert. Können wir außerhalb unserer Farm Sachen anpflanzen? Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Das interessiert mich. Das interessiert mich sogar sehr. Einfach so volle Lulz. Hier könnten wir das einfach mal ausprobieren. Man könnte theoretisch den kompletten Strand besäen. Auch lustig. So. Gut, da liegt ein Trüffel, den nehmen wir mit. Hier schon wieder ganz schön leer gefressen. Also unsere Tierchen sind schon ein bisschen... So, eine Kuh war hier. Da war noch irgendwo eine Kuh. Irgendwo, ich habe noch eine Kuh gesehen. Dachte ich. Es waren noch zwei Kühe.
Waren das nicht eben zwei Kühe? Offensichtlich nicht. Gut, jede Menge Eier. Ja gut, wir können unser Tierchen auch mal wieder lieb haben. Das Grufti-Huhn. Yay, das coole Grufti-Huhn. Ja, da habe ich nicht schlecht geguckt, als wir da plötzlich dieses schwarze Huhn hatten. Und die Void-Ex liegen. Ja, Wahnsinn. Das Grufti-Küken und das Grufti-Huhn, kann das sein? Grufti 2. Ja, genau. So, dann ist die zweite Kuh jetzt auch reingegangen. Schauen wir mal. Die hat gerade keine Milch, das ist. Ihr seid Kühe, ihr müsst Milch haben. So. Einfach mal wieder eine Runde Milch. So, hat auch keine Milch. Oh, jetzt versuchen die schon wieder zu schlafen. So, dann sind unsere Tierchen mal wieder ein bisschen glücklicher. Und dann werden wir das Ganze gleich noch verwerten. Oh, da ist auch was fertig. Sehr gut, machen wir gleich. Genau, dann haben wir hier die Eier. Jede Menge Eier sogar. Dann haben wir noch ein bisschen Milch. Gute Milch. Muik. So. Und den Rest packen wir in diese Kiste, weil da haben wir ja unseren Vorrat reingehauen. Was ich witzigerweise durchs Anschauen unserer Videos wieder herausgefunden habe. Das wusste ich tatsächlich nicht mehr. So, jetzt gucken wir ganz kurz, ob hier drinnen auch das fertig ist. Natürlich nicht. Mal ganz im Ernst, hat es irgendeinen Grund, warum das Ding immer früher fertig ist oder so oft früher fertig ist als das, was da drin ist? Hat es irgendwie einen plausiblen Grund? Wächst, wird das draußen schneller fertig als im Schuppen? Irgendwie finde ich das sehr eigenartig. Nee, das kommt hier gar nicht rein. Das kommt hier rein. Müssen wir unsere Wolle auch nicht mehr an Emily verschenken. So. Prähistorischer Schädel verkaufen. Genau, und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas einschmelzen könnten. Wahrscheinlich schon, nachdem ich ja in der Mine war. Ja, wir könnten mal Gold wieder einschmelzen. Das passt gerade ziemlich genau. Kohle haben wir auch noch, ansatzweise genug. Ich finde den Keller immer noch cool, so diese Steinoptik. Ich finde, die hat was. Hier die Crystallarium. Da brauchen wir irgendwie sowas Fancyes eigentlich. Wollen wir das noch schnell machen? Ach nee, das Ding hatte ich ja da hinten hin versteckt. Damit das Buch auf dem Schrank liegt. Irgendwas Fancyes. Das ist ein bisschen fancy. Das ist auch ein bisschen fancy. Das ist theoretisch auch ein bisschen fancy. Das ist wieder auch sehr dunkel bisher. Diese Pilze, sehr schön. Also Crystallarium sind ja topmoderne Waren. Ja, vielleicht könnte das auch ganz witzig aussehen. Diese Giraffenhälse oder was auch immer das sein soll. Auf ganz blöd, ich glaube, das könnte sogar auch ganz gut aussehen. In dem Fall. Das vielleicht
Okay, und dann brauchen wir noch irgendwie einen lustigen Boden. Mal kurz durchgucken. Ja, vielleicht wirklich diesen Sternenboden. Was anderes fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein. Vielleicht sogar genau das so als Kontrast. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht auch die. Mal gucken. Oder halt auch irgendwie dann mehr sowas. Könnte vielleicht auch gut ausschauen. Probieren wir mal aus. So. Und ich brauche aber auf alle Fälle noch Fenster. Da gab es doch auch so moderne Fenster. Ich glaube, ich habe da immer die Metallfenster verwenden wollen. Wenn sie in Richtung Moderne geht, die würden nicht passen. Ne, die passen auch nicht. Gut, probieren wir mal aus. So, ach ja, Lampen. Lampen hätten theoretisch gefehlt. Gut, egal. Wir haben jetzt einmal. Unsere Fenster. Die haue ich mal hier an die Wand. Dann gucken wir mal, wie das so wirkt. Ist ein bisschen komisch. Irgendwie nicht so. Naja. Hat was. Hat was? Das finde ich hat auch was. Ich bin fast für das oder das. Die finde ich nicht gut. So, hauen wir gleich weg. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier mit den Böden machen. Wir haben auf alle Fälle eher so eine hellere Wand. Dementsprechend vermute ich mal, wird das nicht sonderlich passen. Nö. Das hat was. Das hat was. Und jetzt nur die Frage, die Wand oder die blaue Wand oder die bunte Wand? Ich glaube fast die blaue. Das da. Warum kann ich die Wand jetzt nicht setzen? Was mache ich denn jetzt wieder falsch? Hallo, eben ging es doch noch. Was zur Hölle? Warum geht's jetzt nicht mehr? Ich bin überfordert. Was mache ich denn jetzt anders als eben noch? Gibt's doch gar nicht. Den Boden habe ich doch auch setzen können. Das gibt's doch gar nicht. Hä? Muss kurz raus und wieder reingehen. Ja, dann bleibt halt jetzt die Wand. Dann ist das ein sehr blauer Raum. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geht. Das ist eigenartig. Ich will jetzt natürlich auch kein Crystallarium abreißen, weil dann ist das ja auch ein bisschen blöd. So, jetzt muss ich aber ganz nochmal kurz gucken, ob wir da noch ein lustiges Bild haben. Aber ja, da drin ist es leider dunkel. Ich möchte die Crystallariums jetzt nicht abreißen, um da Lampen reinzustellen. Das ist ein bisschen schade, dass man tatsächlich nicht ja, Lampen an die Wand hängen kann. Finde ich tatsächlich sehr schade. Einen Fernseher könnte man reinhängen. Das würde sogar nur am meisten passen. Eine Weltkarte, ein Anker. Das ist ja noch irgendwie was. Es muss halt auch reinpassen, das ist das Problem. Das vielleicht. Das ist irgendwie was Abstraktes. Ich habe ja die Hoffnung, dass da irgendein Bild sehr, sehr breit ist. Das zum Beispiel ist sehr. Wie breit ist das denn?
2, das heißt, es ist nicht symmetrisch. Ist da irgendein Bild? 3 Breiten? Nö, natürlich nicht. Na dann, gehen wir noch mal kurz rein. Eine Stunde haben wir noch. Ja, es sieht dann halt jetzt hier so aus. Ist halt dann leider so. Dann werde ich mal das dahin, so hinhängen. Und dann haben wir zweimal diese Bilder. Irgendwie ist der Raum komisch. Es sieht vor allem jetzt auch komisch aus, weil es halt dunkel ist. Sieht jetzt aus wie ein Fenster. Mit, wo die Fenster eigentlich die Rollläden sind. Also das ist ein bisschen abstrakt. Aber gut, und jetzt müssen wir ganz schnell nach Hause. Und ins Bett. Weil sonst schlafen wir wieder mal ein. Vielleicht hätte ich das Bett lieber hier hinsetzen sollen. So, räumen wir nochmal schnell auf. Ich behalte die Sachen nochmal schnell. Weil das möchte ich morgen nochmal probieren. Das kann ja nicht sein, dass wir die Wand nicht mehr ändern können. Das gibt's ja gar nicht. So, dann räumen wir da auch noch schnell auf. Dass wieder alles am richtigen Ort ist. So, und dann können wir ins Bett gehen. Jawohl, um 1.40 Uhr in der Nacht gehen wir ins Bett. Wir haben ein paar Erdbeeren verkauft und ein paar andere Sachen. Eigentlich haben wir nur Erdbeeren verkauft, oder? Und Mayonnaise natürlich, nicht zu vergessen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis bald und tschüss.